Okay, Leute, das ist die zweite Folge des Zerstörers. Und das ist jedenfalls die letzte Runde für erste. Wenn ich jetzt verkacke, weiß ich erst nicht mehr weiter. Da weiß ich wirklich nicht, was ich machen kann. Ich habe diese Klaue, von der mir mein Freund erzählt hat, dass sie machen. Die ist wirklich OP. Ich spiele das jetzt so. Okay, jetzt hoffe ich, dass ich die Erfahrung einfach nur die Zerstörung ziehen. Einfach nur. Mehr nicht. Und dann will ich, dass die Sonne 14 ist und 2. 3. Nein, sorry. 3 von diesen. Der heißt mir doch mal, noch mehr später. Und jetzt muss es gleich losgehen. Nein, das ist ein bisschen... Ja. Ah, habe ich. Zack. Zack. Ja, komm. Nee. Oh, ja, genau. Jo. Zack, 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 zack. Erstmal hier. Und wieso ich so oft schießen kann, ich habe mir eine Mana-Blume gemacht. Und die ist wirklich interessant, wenn man sie richtig einsetzt. Oh, komm schon. Ich will das jetzt nicht übertreiben. Mit diesen ganzen Geschichten. Was ich jedenfalls jetzt mache, ist das, dass mir Schaden macht. Ja, genau. Ja. Ich benutze die hier. Hey, mit meinem. Ja. Bom. Badabuff, buff, buff, badabuff, buff, buff. Ich glaube, ich habe mehr Schaden. Ja. Ich darf aber nicht zu lange da drin sein, das ist wirklich nicht gut, nicht zu lange da drin bin. Da werden Leben gehen. Au! Da gehen sie! Und zack! Und mein Leben sieht fast wieder voll. Okay, gut, dass ich diese verdammte Kiste besiegt habe. Nachteil ist halt, diese Laserstrahlen, die sind wirklich heftig. Viel Schaden. Zack. Fuck you off. Ich muss hier durch. Fuck you off. Übertreib mit deinen Laserstrahlen. Gott. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. 10. Falls ihr nicht wisst, was ich sage, hier, die Zeit. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oh. Oh fuck, ich hab ihn nicht getroffen, leider. Na dann. Was auf jeden Fall ein bisschen Schaden machen kann, meine Bienen. Bienenarmee, Bienenarmee. Ich bin sie alle. So. Ich würde noch ein bisschen leben. Okay. Damit sieht's ganz gut aus, finde ich. Oh, oh, oh. Aber das ist wirklich eine gute Taktik, was ich sagen. Und diese Klaue, die ist wirklich perfekt. Ey, das heißt, man geht. So. Wie viel hat er noch? Oh, noch gut. Wir leben, sag ich dazu nur. Ja. Jo. Jo. Immer schlimmer. Okay, warte, was ich jetzt. Ja. Oder warte, ich kann vielleicht sowas machen hier.
Ich hab ne bessere Strategie. Aber ich spawn viel zu viele von den Teilen hier. Aber ich hab sie alle. LOL. Die OP diese. Oh, fuck. Fristen. Aber diese kleinen Viecher, die sind wirklich zu brutal. Die einzigen, die richtig gut sind, sind diese kleinen Viecher. Und weil ich nur noch wenig von diesem komischen Schutz habe. Ich markiere ihn. Oh Gott. Musik einfügen, weil dann wäre das nicht so langweilig. Also für mich ist das jetzt extrem aufregend. Für euch wahrscheinlich ja nicht. Weil ich kämpfe einfach nur. Und ich muss mich extrem konzentrieren. Es tut mir wirklich leid. Aber die Konzentration ist wirklich. Okay. Oh Gott. Jetzt wird er wahrscheinlich mit seinen komischen kleinen Viechern hinkommen. Jo. Doch nicht. Jetzt komme ich wieder. Oh Gott. Ich glaube, ich habe die perfekte Strategie gegen mich. Gut, dass mir das eingefallen ist, dass das durchfällt, dass sich das runterfällt. Oh Gott. Okay. Nur noch 3000! Oh Gott. Nur noch 3000! Ich kann es schaffen! Was ich auf jeden Fall jetzt brauche, ist ein Energy Drink. Energy Drink. Oh Gott. Das sieht ganz gut aus. Guck mal, wie wenig von diesen Teilen übrig ist. Es sind nicht mehr viele von denen. Er hat nicht mehr so viel von seinen OP-Teilen. Vielen Dank. Warte, ich muss mich so konzentrieren. Tut mir wirklich leid, dass ich nicht viel reden kann. Aber ich habe, es hat nur noch es. Er oder was weiß ich, sie. Das kann eigentlich schon das Beste Zeit werden. Aber es ist nicht viel. Das ist nur. Oh, wie viel nehmen wir noch? Ich sag schon, ja, es. Ich meine, er. Also man kann es nicht wirklich auch nicht als er sagen. Ist es wirklich, das als S zu bezeichnen? Ich weiß ja nicht, was für ein schlechter ist. Vielleicht ist es ja nur sie. Ich mach gerade sie. Mein Theoretisch ist ja eine Maschine. Also könnte es ein S sein. Wieso rede ich mich darüber? Ist es nicht egal, wie es ist? Warte, wird's gerade Tag. Ich habe ihn besiegt. Jawohl. Da ist das Ding. Ja, geht doch. Du bist nicht wieder nicht dran, dass das noch. Verdammt nochmal. Ist das Ding. Geschafft. Und ich habe 8 von denen jetzt. Das ist gut. Das nehme ich für den nächsten Zerstörer. Ich werde ihn nämlich offscreen ein paar Mal ein bisschen zu sehen. Hier, das brauche ich auf jeden Fall. Ich brauche aber den Z-Bonus. Das heißt, kann ich eigentlich noch einen Teil machen? Nein. Soll ich mir dieses Schild machen? Ja, das ist ganz gut. 4 Stück. Die sind richtig gut.
Wir machen hier einen neuen. Ich zitter schon am ganzen Leib, weil ich habe ihn besiegt. Wieso habe ich eigentlich diese Pfeile hier? Okay. Und wie ich diese Kiste besiegt habe, falls ihr das wissen wollt. Ich habe eine Stelle gefunden. Ich kann sie euch öfter mal zeigen. Hier die. Hier, wo mein Pfeil ist. Da habe ich die ganze Zeit gegen ihn gekämpft. Ich bin hier meistens gestanden und der war in der Lava. Und wenn er dann hochgesprungen ist, also der kann einen Boost aktivieren, da bin ich hier hingeflogen und der ist wieder hier rein. Und falls er Bauchplatscher gemacht hat, einfach ausweichen, hier reindocken und wieder rausgehen. Und da stehen bleiben. So lange, bis der so wenig Leben hatte, dass ich ihn besiegt. Also, dass er besiegt wurde. Da habe ich die Klaue hier bekommen, zum Glück. Sag ich dazu nur. Wie heißt sie denn? Fettiz Bug Bugs. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Sag ich einfach dazu noch. OP. Man sieht ja gar nicht mal, wie der schlägt. Und das Schlimmste daran ist, ich habe sie kaum gebraucht bei dem Kampf. Oh Gott, das ist komisch. Das ist wirklich. Ich habe sie geholt und ich benutze sie kaum für den Kampf. Dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Ich werde ihn noch öfters auf Screen besiegen. Ich werde mir die ganze Rüstung holen. Und dann warte ich auf die Sonnenfinsternis. Ich weiß nicht, ob ich es aufnehme, weil es sich nicht, eigentlich nicht lohnt. Es ist ja nur eine Sonnenfinsternis. Und außerdem weiß ich nicht, wann sie losgeht. Da kommen einfach Monster. Ich muss sie umbringen. Sie droppen zwar auch eine Heldenschwerter. Ich kann mir die Terra wegmachen. Mehr ist eigentlich die Sonnenfinsternis. Das war's dann für die Folge. Lasst ein Like dafür, diese geile Kralle. Abonniert meinen Kanal, um mehr Terraria zu sehen. Ich werde jetzt noch ein bisschen farmen, wie gesagt. Diese Rüstung. Also, ich zeige euch nochmal, was man braucht. Man braucht auf jeden Fall dieses Crimson Ring, heißt das. Man braucht, muss diese Klaue kriegen. Das Golden Shower Buch ist sehr wichtig. Ich glaube, das Golden Shower Buch braucht man auf jeden Fall. Die Orichalcum-Rüstung. Mana Blume, weil da werden die Tränke einfach so aktiviert. Flügel, auf jeden Fall Flügel. Halt die Rüstung, das braucht man denn noch? Mehr eigentlich nicht. Und noch die Tränke, das heißt, man muss diese Kiste wirklich besiegen. Ich habe nur durch diese Tränke gewonnen. Ich kann halt nicht mehr sagen. Das war's dann für die Folge. Das ist der zweite Teil von der Zerstörergeschichte. Wir haben sie hinter uns. Oder S. R. Was weiß ich. Schreibt in die Kommentare, ob es S, R oder sie ist. Das war's dann für die Folge. Wir sehen uns das nächste Mal. Und tschüss.